Laufen wieder. Fußball-Regionalligist Eintracht Trier hat die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Seine Spieler seien hoch motiviert, sagt Eintracht-Trainer Werner Weiß. Ich glaube, die Mannschaft ist richtig heiß auf die neue Runde. Wir wissen zwar heute noch nicht, in welcher Klasse wir in diesem Jahr spielen, aber vom Engagement her, von der Darstellung, wie sich die Spieler zeigen, sind sie heiß auf Fußball. Ich glaube, das hat auch die WM zum Teil mitgegeben. Und ja, wir freuen uns auf die neue Runde und hoffen, dass wir jetzt eine gute Vorbereitungszeit haben. Bislang 3 Neuzugänge stehen fest. Ahmed Bussi, Philipp Herz und seit Freitagmorgen auch Gustav Schulz. Damit ist der Kader aber noch nicht komplett. Weitere potenzielle Spieler werden in den nächsten Wochen zum Probetraining kommen. Das ist natürlich immer etwas problematisch in der Klasse, in der wir jetzt spielen. Wir müssen die Spieler vorspielen. Wir kaufen da nicht die Katze im Sack, sondern wir laden die Spieler zum Probetraining ein. Und jetzt in dieser Vorbereitungsphase werden dann immer 3-4 Spieler zum Probetraining kommen. Und mir ist da gar nicht Angst und Bange. Wir haben vorher ja auch in dieser Vorbereitungsphase 3-4 Spieler eingekauft und die sind sehr gut eingeschlagen und deswegen stimmt mich das schon positiv. Nach einem lockeren Trainingsspiel zum Auftakt wird die Intensität der Vorbereitung ab Montag Woche für Woche gesteigert. Mit 2 Übungseinheiten pro Tag und mit dem ersten Testspiel am Freitag, 11. Juli, gegen den Bezirksligisten SG Großkampen.